Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin der Henry und heute ist der erste Tag nach dem Fahrplanwechsel. Sonntag, der 11.12. Und ja, es hat sich einiges getan, es gab viele Neuerungen. Und mit einigen möchte ich heute natürlich mitfahren. Und zwar die erste Neuerung ist natürlich der neue Ulm-Wendlingen-Express. Und zwar, ich bin jetzt in Ulm Hauptbahnhof befinde ich mich und der fährt jetzt über die neue Schnellfahrstrecke bis nach Wendlingen über Märklingen. Da fahren wir jetzt einmal mit. Ja, leider wollten wir, also ich und meine Freundin, wir wollten leider anders in den Tag starten, und zwar also eine Stunde früher als jetzt. Wir haben jetzt, der fährt jetzt um 6.29 Uhr, wir wollten eigentlich um 5.29 Uhr mit dem nach Wendlingen fahren, da hätten wir Anschluss gehabt nach Stuttgart und dann von Stuttgart mit dem ICE dann wieder zurück nach Ulm. Das wäre dann der erste, der über die Schnellfahrstrecke fährt nach dem Fahrplan. Und also die ersten ICE sind ja schon gefahren die Tage vorher, aber es wäre dann der erste, wo jeder mitfahren kann. Und ja, leider fährt der um 5.29 Uhr nur Montag bis Freitag. Ich habe aber schon Mitte Oktober gebucht, nachdem der neue Fahrplan freigeschaltet war. Ja. Jetzt hat man die Auswahl, entweder mit dem ICE nach Stuttgart zu fahren, über Geislingen wäre er gefahren, oder halt es einfach das Ticket verfallen lassen und dann halt erst in, also Ulm fahren wir später noch mit dem ICE Richtung Ruhrgebiet. Ja, jetzt schauen wir uns aber erstmal den neuen UBEX an und dann melde ich mich dann später nochmal. Ja, sind eigentlich die Originalwagen vom München-Nürnberg-Express, die noch bis vor wenigen Jahren auf der Strecke zwischen Nürnberg und München gefahren sind. Ja, nur dass die Sitze haben neue Bezüge bekommen, wobei einige Wagen ja, die ja schon hatten, kurz bevor der umgestellt wurde, also kurz bevor die Skoda-Züge gefahren sind. Das sind ja einige Wegen schon mit diesen Intercity Velourstoff sind hier schon gefahren. Verzehrt sich auch. Nee. Gab einige Wagen, die haben so ein Holzdekor bekommen, aber gut.
Also ich muss sagen, so mein erster Eindruck von dem ganzen Zug ist ja, ganz okay. Beschleunigung ist so gut wie bei uns der Vectron RE, der auf dem RE19 fährt von Nürnberg nach Sonneberg. Und ja, ist einfach geil, also hat schon ein bisschen was fast wie von der S-Bahn, so von der Beschleunigung. Jetzt geht's dann wieder zurück nach Ulm und dann werde ich mich da nochmal ganz kurz. Liebe Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Interregio-Express 200 auf der Neubaustrecke Wendlingen-Mörklingen-Ulm, dem schnellsten Regionalverkehr Deutschlands. Genießen Sie die Fahrt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Ihre DB Regio Baden-Württemberg. Ja, das ist so die nächste Neuerung, da der Vogel-Express ja nicht mehr fährt, hat er jetzt Go-Ahead die Strecken übernommen im Augsburger Raum. Jetzt schauen wir uns so ein Mereo an. Ja. Sieht an sich ganz gut aus. Also ich muss sagen, der Sitz ist ja viel bequemer als in den 44, also sind auch schön gut gepolstert, also ja, ist wirklich mal, also ein Neufahrzeug löst irgendwie ein ehemaliges Neufahrzeug ab, gibt sogar wieder Steckdosen, aber kein USB zum Laden. Das ist echt ein gutes Neufahrzeug, was andere Neufahrzeuge ablöst. Ein bisschen schmal der Gang. Also ich kann jetzt keinen großen Vergleich ziehen. Muss sagen, der riecht aber noch gleich dezent nach neu. Also ja. Ah, das ist neu. So etwas habe ich auch noch nie gesehen.
Gut, dann mitfahren tun wir nicht. Wir fahren jetzt warten wir auf den ICE, der uns nach Frankfurt Flughafen bringt. Und dann, ja, dann kommt die Neuigkeit oder die absolute ICE-Neuheit, worauf ich mich schon seit mehreren Monaten freue.
Angekommen jetzt in Köln am Messebahnhof. Ja, die Fahrt war eigentlich ganz schön.
Aber zum Fazit kommen wir wie immer heute Abend. Jetzt geht's dann mit irgendeinem Regionalverkehrsmittel nach Köln Hauptbahnhof und dann erstmal in die Lounge. Habe ich mal so auf der Rückfahrt mal so einen Platz gefunden, wo man diese Tablet-Halterung mal ausprobieren kann. Dazu nehmen wir einfach mal eine Tablet. Und irgendwie kann man so lassen, dann kann man hier YouTube. Okay.
Der irgendwie Verspätung bekommen hat, weil es irgendwie eine Baustelle gab zwischendurch. Ja, deswegen hatten ein paar Züge irgendwie Vorrang und der hat dann 20 Minuten Verspätung gehabt. Aber mit dem sind wir dann bis Frankfurt gefahren und jetzt sind wir im ICE 927. Das ist ein schöner Einser, ohne LTV, also ohne Redesign. Fahren wir jetzt bis nach Nürnberg. Ja, jetzt passiert nicht mehr allzu spannendes, kommen wir zum Fazit. Ja, was hat mir heute nicht gefallen? Ja, natürlich dass die ursprüngliche Planung mit dem 529 mit dem ERE hat leider nicht geklappt, sodass wir den ICE eigentlich umsonst ausgegeben hätten. Es hätte eine Alternativverbindung gegeben, die wäre dann von Ulm um 4.45 Uhr nach Stuttgart, hätte nochmal knapp 15 Euro extra gekostet, aber naja, war mir jetzt nicht unbedingt wert, das auszugeben für die eine Verbindung und dann haben wir es jetzt so gelassen und haben den IC einfach verfallen lassen, aber naja, stornieren geht leider auch nicht bei diesem Supersparpreis. Gut. Ja, das war das Einzige, was mir nicht gefallen hat. Was mir natürlich sehr gut gefallen hat, war ja, der ganze Tag an sich dieser neue Fahrplan. Das ist irgendwie, ja, ich mag das. Also der neue ERE sind eigentlich nur alte München-Nürnberg-Expresswagen, ist eigentlich schön, angenehm. Beschleunigung ist natürlich sehr gut. Ja, man kann es schlecht vergleichen mit, also vorher war es irgendwie langsamer und man merkt die Geschwindigkeit mehr. Auch im ICE, also wo wir gefahren sind, also der hat 250 beschleunigt und dann irgendwie nach ein paar Minuten musste er schon wieder abbremsen, weil er dann kurz vor Wendlingen war und in die Wendlinger Kurve gefahren ist, dann über Plochingen nach Stuttgart. Ja, dann als wir in natürlich in Köln-Messe-Deutz, da kamen natürlich alle ICEs mit dem besonderen Streifen vorbei, der Deutschland-ICE, dann der Regenbogenstreifen und dann noch der Europa-ICE. Also, dass das wirklich so dicht ineinander, das hatte ich noch nie. Wäre natürlich geil, wenn es mal, wenn man natürlich spottet auf der Strecke, dass das so passiert. Ja gut, mir hat mir jetzt der ICE 3 Neo gefallen. Ja, ich bin ja so Fan von neuen Zügen und generell, was neu angeht, auch dieser neue Geruch. Der war jetzt im Neo nicht ganz so intensiv, also es war ja fast schon mehr so neutral, es hat eigentlich fast nach gar nichts gerochen, also weder nach neu noch nach alt, noch einfach nach gar nichts. Ja, ich finde es natürlich schön mit dieser Tablet-Halterung bei den Zweiersitzen und dann noch die Steckdosen, also an den Zweiersitzen, dass jeder Platz eine Steckdose hat. Genau, das Bordrestaurant ist natürlich, fand ich, sehr schön gestaltet, nicht so groß wie beim ICE 4, aber doch für den Zug hat es eine gute Größe. Dann, was natürlich
eine absolute Neuerung ist, sind diese Bahnbonus Gold und Platin. Wenn man den Status hat, dann hat man ja spezielle Sitzplatzbereiche. Und das ist in der zweiten Klasse direkt hinter dem Bordrestaurant und sogar speziell gekennzeichnet. Also gibt es, weiß jetzt nicht wie viele Plätze, aber nur diese Plätze dann in so einem extra Abteil, sagen wir mal so. Das finde ich sehr schön. Und natürlich zum Schluss die Sitze. Also ich finde die super bequem, ja, fast so wie beim IC3 Redesign oder bei den neueren IC4 Sitzen. Also ich finde, das kann man nur für längere Fahrt aushalten. An sich ein feiner Zug, also da hat die DB echt eine gute Wahl getroffen. Und ja, damit sage ich dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag oder Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!